So wäre Davis ein herber Schaden für Bayern. Drei Erkenntnisse hinter Mainz. Der FC Bayern gewinnt in der 2. Arbeitsgang des DFB-Pokals Ehrfurcht gebieten zwischen Mainz 05. FCB Insight liefert drei Erkenntnisse zu der Partie. In Mainz ließen die Sese und jene Bayern nichts anbrennen und zogen durch einen 4:0 Triumph in das Runde der letzten 16 des DFB-Pokals ein. Das Wette lieferte folgende Erkenntnisse. 1. So wäre Davis ein herber Schaden für Bayern. Natürlich überstrahlte Jamal Musiala mit seinem Hattrick in der ersten Halbzeit in Mainz alles. Aber selbst Alphonso Davis zeigte auf der Linksverteidiger-Auffassung eine hervorragende Leistung. In der Abwehr ließ Davis nichts anbrennen und war immer aufmerksam. In der Offensive sorgte der Kanadier mit seiner Flinkheit immer nochmalig für Gefahr und leitete etliche gute Angriffe auf seiner Aspekt ein. Spielminute war Davis der Initiator. Dasjenige Treffer von Leroy Sané bereitete er vor. Für dasjenige Blitztreffer von Musiala in der 2. Vergangene Saison tat sich Davis zusammen mit Trainer Thomas Tuchel schwer, saß öfter auf der Bank und spielte oft selbst nicht gut. Die Verantwortlichen waren enttäuscht von seinen Leistungen und wollten dementsprechend nicht auf die Sese und jene hohen Gehaltsforderungen des Davis-Lagers eingehen. Im Sommer läuft der Didier-Seinicher-Kontrakt in München bekanntlich aus. Diesfalls könnte er den Rekordmeister ablösefrei verlassen. Mit Aussicht auf die Sese und jene aktuellen Auftritte des 23-Jährigen wäre dasjenige ein herber Schaden. Trainer Vincent Kompany hat Davis nochmalig in die Sese und jene Fährte gebracht. Zwischen ihm ist er den Linksverteidiger gesetzt. Die Bayern würden im Folgenden in dem Sommer einen absoluten Stammspieler verlieren und dafür keinen Cent bekommen. Auf dem Transfermarkt einen Spieler von Davis aktuellen Prätensionen zu verpflichten, wird wahrhaftig teuer. In Sachen Ablöse, aber selbst Gehalt. Außer man setzt diesfalls 200%ig aufs hochgeschätzte Talent Adam Aznou, der schon zumindest aktuell zwischen den Profis noch keine Funktion spielt. Eine möglichst frühzeitige Spielverlängerung mit Davis wäre aus heutiger Standpunkt der klügste Hosenschritt gewesen. Andererseits hatte es Davis mit seinen Leistungen in der letzten Saison und dem Gebaren seines Beraters Nkosi den Bossen selbst nicht ganz selbstverständlich gemacht. Höchstwahrscheinlich wird Davis die Sese und jene Bayern im Folgenden in dem Sommer verlassen. Möglicherweise zu Real Madrid. Wenn Davis den Stummel der Saison weiter so spielt als in Mainz, wird dasjenige den Bayern wahrhaftig wehtun. 2. Musiala wird zu dem echten Scorer. Wie bedeutend Musiala für dasjenige Wette der Bayern ist, stellt nicht konkret eine neue Dokumentation dar. Erst hinter dem Wette in Bochum hieß es an dieser Stelle, mit Musiala ist Bayern eine Menge besser. In Mainz legte Musiala noch einen drauf. Entschied dasjenige Wette mit seinem Hattrick in der ersten halben Menge fast in dem Alleingang und konnte mit Aussicht auf die Sese und jene nächsten Spiele von Kompany zu der Halbzeit ausgewechselt werden. Mit seinen drei Toren in Mainz unterstrich Musiala, dass er mittlerweile ein echter Scorer geworden ist. In den vergangenen Jahren wurde zwischen aller Spielfreude und den spektakulären Dribblings der Torabschluss denn eine von Musialas wenigen Schwächen gesehen. Übrigens als selbst dasjenige Kopfballspiel. In Mainz erzielte Musiala aber seinen zweiten Gewinn innen einer Woche per Kopf. An seinen Torabschlüssen in dem Allgemeinen arbeitet Musiala in dem Training, und dasjenige scheint sich auszuzahlen. Thomas Müller verriet, Jamal hat sich vorgenommen, dass er stark eher Tore in der Packung macht, unter denen es eher kein Dribbling braucht. Schön, dass sich dasjenige auszahlt und mit einem Erfolgserlebnis bestätigt wird. Und weiter. Im Sommer haben wir dasjenige trainiert. Er will noch öfter in die Räume. Vergangenen Saison schaffte Musiala in 38 Pflichtspielen für eben diese Bayern 12 Tore und 8 Vorlagen. In dieser Spielzeit steht er jetzt hinter schon 11 Spielen allerdings unter Abseien Toren und 4 Assists. Auch sobald man alleine auf eben diese nackten Zahlen schaut, wird klar, Musiala wird immer besser. Kompany will den Brennpunkt unter Musiala aber weg von der reinen Torstatistik lenken. Ich will nicht, dass wir der Didas seinige Leistungen und Qualitäten schon hinter Toren messen. Das ist eine Aufgabe der Moderne, bemängelte der Belgier. Es gibt jetzt selbigen Brennpunkt auf Tore. Tore,
Tore wegen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Natürlich will der Coach den Pressung auf den Youngster nicht zu wachsen lassen, aber gegen einen weiteren echten Scorer in seiner Mannschaft wird er sich selbst nicht im Übermaß wehren. 3. Bayern kann noch einmal Becherglas. Ziemlich in allen Einzelheiten. Vor einem Jahr blamierten sich eben diese Bayern in der 2. Durchlauf des DFB-Pokals unter Drittligist Saarbrücken. Das Hazardspiel in Mainz hätte potenziell eine noch härtere Nuss werden können. Flutlichtspiel unter einem Bundesligisten, ein vielleicht genauso schlechter Rasenplatz als in Saarbrücken, ein enges Stadion, an irgendeinem Ort durchaus Becherglas moralische Verfassung aufkommen könnte. Die Bayern zeigten sich aber super ernsthaft und gründlich, dasjenige Hazardspiel allerdings in der ersten Halbzeit. Kompanie hatte in dem Vorfeld bereits angekündigt, man wolle dasjenige Hazardspiel als ein Finalspiel angehen, und genauso traten eben diese Bayern selbst auf. Kompanies Vorgänger Tuchel hatte damals in Saarbrücken Topscorer Harry Kane geschont, welches sich gallig rächte. Auch Kompanie gönnte Kane in diesem Moment etwas Ruhe, aber eben erst, wie dasjenige Hazardspiel allerdings gründlich war. Das letzte Fleck standen eben diese Bayern vor 4 Jahren in dem Pokalfinale in Berlin. Irgendwie schien es zuletzt, wie hätte man Becherglas verlernt. Gegenwart durchführen eben diese Bayern noch einmal ernst. Diese Saison wollen eben diese Münchner unbedingt in das Entscheidungsspiel in eben dieser Hauptstadt. Das stellte Joshua Kimmich hinter dem Triumph in Mainz klar: Das große Zweck ist ungekünstelt Berlin. Ich weiß, welches für ein großes Spannung dasjenige Finalspiel in Berlin ist. Aber jetzt sollen wir, abstrahierend dargestellt, eben diese nächste Durchlauf gewinnen.